Es ist Mittwoch, it's Livestream Wednesday, everybody, and I hope you've had a great time. Ich hoffe, ihr habt eine großartige Zeit bisher gehabt. Und herzlich willkommen zum Livestream. Welcome to the Livestream. And ich checke mal ganz kurz, ob wir schon auf allen Profilen live sind, damit das auch alles ordentlich läuft hier im Hause Tenner. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. It looks great. I can read all of your, or most of your comments right here on my screen. Solltet ihr also Nachrichten schreiben oder Kommentare schreiben wollen, dann kann ich das auch eigentlich ganz gut sehen, ihr Lieben. Hat ein kleines Sekündchen länger gedauert heute, ob der technischen Herausforderungen, die hier stattfinden, mit dem WLAN. Nicht mit dem WLAN, muss ich sagen, sondern mit dem Internet. Dankeschön, liebe Telekom, dass ihr so fleißig arbeitet. Oder manchmal eben nicht. Das ist manchmal so. So, hier scheint alles zu laufen und wir sind live. Also, falls ihr Fragen habt, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, es ist schon wieder 14 Tage her, dass wir uns zu einem Livestream getroffen haben. Und ich freue mich, wieder da zu sein aus dem wunderschönen Griechenland. Ein Jahr älter. Und man sieht es mir fast nicht an. Also, ihr habt ausgesucht, welche Songs ich heute spielen soll. Und ihr habt dafür gevotet. Und ich gucke mal ganz kurz, ob ihr... Hallo, habe keinen Ton, Kerstin. Das kann eigentlich nicht sein, denn es müssten alle Ton haben. Dann musst du nochmal deine Audioeinstellung überprüfen. Sag doch mal ganz kurz alle, ob ihr mich hören könnt oder nicht. Also gut, ihr könnt mich alle hören, wer mich nicht hören kann. If you can't hear me, it must be your audio settings. Es sind dann deine Audio-Einstellungen. Und der ein oder andere hat es schon gemerkt und auch dafür gewotet. Ihr habt mit überwältigender Stimme für meine neue Single gewotet und die heißt Darker Hearts und die würde ich gerne für euch spielen. Wir gucken mal kurz, ob die Mannschaft schon versammelt online ist. Und dann geht's auch los. Vorsicht! Dieser Song ist großartig, er macht unglaublich viel Spaß zu spielen. Und es ist ganz wichtig, falls ihr dieses Album, auf dem dieser Song ist, noch nicht vorbestellt habt, tut das heute. Ihr findet alle Links in der Beschreibung zu diesem Video. Das Album heißt Classic Rocks Live. Es enthält 12 fantastische Live-Songs in aktueller Dark Tenor-Produktion. Und natürlich 2 brandneue Songs, To Be Somebody und euer neuer Lieblingssong, Darker Hearts. Und der geht ungefähr so hier. Das ist übrigens eine Premiere. This is a premiere. And for that we need the Bahnhof. And the Bahnhof sounds like this. Und der Song klingt so. We'll be right back.
Dankeschön. Darker Hearts. Ab Freitag diese Woche. Natürlich überall auf allen Online-Plattformen für euch erhältlich. Und jeder, der die CD und die Platte in meinem Shop kauft, bekommt den Song natürlich direkt als MP3-Download zur Verfügung gestellt. Ist ja völlig klar, damit ihr alle gleichzeitig den Song hören könnt. Darker Hearts, einer meiner absoluten Lieblingssongs im Übrigen. Und ich freue mich schon drauf, den Song auf der Classic Rocks Tour ab dem 1.12. starten wir mit der großen Band auf Tour in Nordhorn, in der alten Weberei. Und dann geht's nach Bochum weiter und so weiter und so fort. Also ich freue mich drauf. Falls ihr das Album noch nicht habt und die Tickets noch nicht habt, habt ihr auf jeden Fall heute Abend noch was zu tun. Und die Links dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Livestream. Also, Freunde. Und natürlich geht's weiter, ist doch völlig logisch, mit dem Folgenden. Love was cold and sleeping. You and I got into a bad dream. But we never gave up, hope to see the sun. Our hearts were waiting so long for the brand.
Dankeschön allerseits, Dankeschön After the Nightmare, auch auf meinem Album Classic Rocks Live. Und ich gucke immer mal so zwischendurch hier auf den Sound, den wir hier laufen haben. Und da scheint eigentlich hier im Moment alles völlig in Ordnung zu sein. Das ist immer so ein bisschen, je nachdem, wie es gerade so ist, halt. Den Song kennt ihr auch. Dankeschön, 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 ihr Lieben. Wie gesagt, hier sind so ein bisschen Lautstärke-Herausforderungen tatsächlich am Start. Das liegt allerdings nicht vortrefflich an meiner technischen Kenntnis der ganzen Geschichte hier. Dafür machen wir das alles schon viel zu lange. Übrigens der 25. Livestream, sondern an so ein paar anderen Geschichten, denn auch Firmen machen gern Updates und die Updates sind dann manchmal ein bisschen komisch. Und deswegen, ich habe da schon viel gelesen hier. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ihr wünscht euch alle Darker Hearts nochmal. Und genau das machen wir auch, weil das jetzt hier auch besser geworden ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach nochmal.
Das kann ja nicht sein. Um es mal so auszudrücken. Okay. Wie gesagt, das hier ist nochmal für euch, weil es tatsächlich einfach ein bisschen. Und auch hier stimmt einiges nicht. Merkwürdigerweise. Das ist halt so. Los geht's. So muss das sein, oder? Sehr gut. Dann haben wir es ja jetzt. Das ist also Darker Hearts und freue mich schon total von euch zu hören, wie ihr die Studioversion davon findet. Sie kommt am Freitag raus und steht allen zur Verfügung, egal ob nun das Album gekauft oder nicht. Aber ich empfehle euch, das Album Classic Rocks Live zu kaufen bei mir im Shop. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Und ihr habt abgestimmt, welche Songs gespielt werden sollen. Und dieser Song ist eigentlich immer einer eurer Favoriten. Und der geht so. Schön wär's, ne? Aber tatsächlich nicht. So. Da ist der Wurm drin. So. Und zwar der Leuchtwurm. They don't know you. They don't.
Konzert kommt ihr auf Classic Rocks Tour. Schreibt die Stadt, das Datum und verlinkt mich mit @thedarktenor. Far away.
Dankeschön allerseits, thank you very much. Und natürlich ist Ultraviolet Hearts auch auf dem neuen Classic Rocks Live Album. Nicht vergessen, großartiger Song. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Song mit Ilya zu schreiben. Entstanden bei ihm ganz einfach und simpel in der Wohnung. Und ich dachte einfach, ey, dieses großartige Stück, die Toccata aus der Toccata und Fuge von Bach, muss doch irgendwie in einen Dark Tenor Song zu verwandeln sein. Und viele, als ich den Song veröffentlicht habe, sagten, oh ja, schön, Phantom der Oper. Aber es ist halt nicht Phantom der Oper, es ist tatsächlich einfach Bach. Johann Sebastian Bach, wie ein Irrer, der auf der Orgel das Ding komponiert hat. Wirklich ein ganz krasses Lied, Heavy Metal in Form von Klassik. Einfach total, total fett. Und von total fetter, rockender Klassik gehen wir zu einem eigenen Stück, was aus Helsinki stammt. Und zum Tanzen animiert, also seid euch nicht zu schade drum, steht gerne auf zu Hause, das ist euer privater Bereich, vielleicht seid ihr gerade auf der Couch, vielleicht seid ihr gerade im Bett, vielleicht seid ihr gerade auf einem Sessel oder ihr teilt gerade euren Bildschirm zu Hause am Abendessentisch. Ich weiß nicht, was ihr gerade macht, aber es ist Zeit aufzustehen und zu tanzen und das könnt ihr zu Hause machen mit folgendem Lied. I can hear your words, all nice and well rehearsed. I don't see it in your eyes. Jetzt will ich euch alle zu Hause tanzen sehen. Life back into it. I wanna see it in your
whoa, 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 whoa. So, einen habe ich noch für euch, vielleicht auch zwei, man weiß es nicht. Und dann, ihr wisst, was passiert, ihr wisst, was passiert, ihr wisst es. Freude, schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Wo dein sanfter Flügel weilt. Nach der Show heute Abend hast du den Text drauf. Ente, Darkness, alive from dusk till dawn. Last night leaves us where we feel so torn. We can't go back. If we try, although it's black, we'll survive. Hope like fire, from the ash we rise. Freude, schöne Gänse, Funken, Tochter aus Elysium.
natürlich spiele ich nochmal Darker Hearts am Ende, ist doch völlig klar. Oder an die Freude ist das traditionelle Dark Tenor Abschlusslied, ist doch völlig in Ordnung und ist, wird auch in Zukunft so sein. Aber, Freunde, Freitag kommt Darker Hearts raus und deswegen spielen wir den jetzt nochmal. Oder habt ihr Bock? Ist es okay für euch? Dankeschön allerseits. Das war der Livestream diesen Mittwoch. Es hat total viel Spaß gemacht für euch, die Songs zu spielen, die ihr euch ausgesucht habt. Thank you very much for watching, everybody. Falls ihr das neue Album Classic Rocks Live noch nicht bestellt habt, inklusive Darker Hearts und To Be Somebody, 2 neuen Tracks und 12 Live-Tracks mit fettestem Sound, dann macht das jetzt oben in der Beschreibung oder unten in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr gerade zuschaut. Gibt es die Links zu meiner Homepage, wo ihr das Album kaufen könnt. Und natürlich für jeden, der das Album auf meiner Homepage kauft, gibt es selbstverständlich Darker Hearts Freitag digital ab Mitternacht zu hören. Also, nicht verzagen, Billy fragen, Link in der Beschreibung zu diesem Video. Holt euch jetzt das Album Classic Rocks Live. Und wir sehen uns um 21.15 Uhr auf Instagram zum Live-Fan-Chat. Falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, wir sehen uns direkt dort. Kommt rüber zu Instagram, folgt mir und wir sehen uns im Live-Fan-Chat. Aber zuerst Album kaufen. Link in der Beschreibung zu diesem Video. Bis gleich.